Schon bald werden die Schultaschen wieder vollgepackt. Heften, Mappen und Schreibsachen. Aber der Schulbeginn kann teuer werden. Ein einfaches Startpaket für einen Schulanfänger kann bis zu mehrere hundert Euro kosten. Diese Kosten können sich allerdings viele Eltern nicht leisten. Daher bietet die Caritas Wien auch heuer wieder in ihren Second-Hand-Läden günstige Schulutensilien an. Das sind zum einen Teil Privatspenden, also die Schultasche, die nicht mehr benötigt wird, Fehlkäufe, die die Leute getätigt haben, ein Geschenk, das niemals benutzt wurde. Solche Dinge kommen zu uns, aber auch Geschäftsauflösungen zum Beispiel oder Restbestände, Restposten von Geschäftsauflösungen oder Herbstware, die nicht mehr gebraucht wird, kommt dann auch zu uns. Das ist dann Neuware. Bis zum 9. September wird ein großes Sortiment an Schulartikeln um wenig Geld verkauft. Alles unter dem Motto: Bildung ist die beste Armutsprävention. Bildung ist ganz wesentlich, um aus der Armutsspirale herauszukommen, und wir wollen vor allem, dass sich kein Kind schämen muss, wenn es in die Schule kommt. Wir wollen, dass die Kinder, die hierher kommen, gut erhaltene, schöne Schulsachen auch haben und dann mit Freude ans Lernen herangehen können. Das versuchen wir mit der Karler Schulstadtaktion, und deshalb haben wir auch heuer wieder diese Aktion gestartet. Rund 300.000 Kinder und Jugendliche in Österreich leben laut Caritas in Familien mit Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung. Die Karlers sammeln das ganze Jahr über Schulartikel, um den Einkauf für Familien günstiger zu gestalten. Schultaschen gibt es ab 5 Euro, Lineale, Malkästen, Federpenale ab 1 Euro, aber auch Kinderbekleidung, Kuscheltiere und Schreibtische können ab sofort günstig erworben werden. Heuer ist der Ansturm schon wirklich ganz gewaltig groß gewesen. Das haben wir auch noch nie erlebt in dieser Stärke, und wir schauen mal, wie lange wir auskommen mit den Sachen, die wir gesammelt haben. Wir sind aus Russland, aus Tschetschenien. Wir sind da, als ist für Schulsache ist was günstiger. Und ich habe 4 Kinder, und Fatima ist das kleinste Kind, einzige Tochter. Und ich bin froh, weil es ist da, kann man sparen was und kaufen günstige Schulsache. Und was hast du dir heute ausgesucht? Schulsachen und Spielzeug. Das Angebot in den Second-Hand-Läden der Caritas gilt, solange der Vorrat reicht.